Hast du einen guten Draht zu deiner Familie? Wie viel Geld hast du im ersten Monat deiner Karriere gemacht? Was war der größte Umsatz, den du in einem Monat mal gemacht hast? Was fährst du für ein Auto? Was sind so deine Fixkosten im Monat? Dein Kontostand? Erzähl mir mal deine peinlichste Analstory. Macht dir Sex noch Spaß? Montana Black. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Ihr seht's vielleicht, möglicherweise ahnt ihr es. Es ist Beichtzeit. Und zwar haben wir die liebe Lucy. Genau. Lucy Cat, Just Lucy. Genau, jetzt Just Lucy, vorher Lucy Cat, genau. Das deutsche Porno-Sternchen. Kann man so sagen vielleicht, ja. Schön, dass ich hier sein darf bei euch. Sehr gerne. Ist mal was ganz anderes und auch Neues für mich. Also es ist auch, ihr werdet vielleicht auch merken oft, dass ich vielleicht auch nicht ganz bei der Sache bin, weil das natürlich auch was ganz anderes ist. Und ich auch sehr, sehr gespannt bin auf die Antworten der Fragen, die ich rausgesucht habe. Ich auch. Und wer hätte gedacht, dass Kevin mal irgendwann auf der Casting-Couch sitzt? Die ist aber sauber gemacht, oder? Safe. Wir sitzen hier auch übrigens in eurem Set. Genau, also in meinem Studio, genau. Also hier drehe ich quasi auch meine Filmchen und hier passiert ein bisschen Action. Hier passiert der Zauber. Hier wird Liebe gemacht. Lucy könnt ihr natürlich auch folgen. Sie hat einen neuen Instagram-Account, der heißt Just Lucy. Sie hat auch YouTube und sie hat auch eine Webseite, die heißt JustLucy.club, da gibt's geilen Scheiß. Genau, kommt da einfach mal rein, wenn ihr ein bisschen spitz seid, könnt ihr da mal rüberhuschen. Wir beginnen mit der Beichte. Und noch eine kleine Werbeunterbrechung, Freunde. Wenn ihr momentan ein paar geile Gym-Outfits braucht, dann wischt doch einfach mal hoch und checkt den Shop von Smilodogs ab. Und mit dem Gutscheincode Kevin10 spart ihr auch nochmal fette 10% auf den kompletten Warenkorb, wenn ihr diesen bei Gutschein an der Kasse eingebt. Und wenn ihr momentan ein paar Supplemente braucht, dann checkt doch mal Neosubs ab, denn wir haben nicht nur die Klassiker für euch am Start, sondern auch echt cooles neues Zeug. Könnt ihr auch bei Gutschein an der Kasse den Gutscheincode Kevin10 eingeben und fette 10% auf alles sparen. Fragst du dich, wenn du jemanden kennenlernst, ob er deine Pornos geguckt hat? Ich frage es mich schon, ja, aber also es ändert ja nichts an der Tatsache. Wenn er es nicht weiß, dann muss ich es ihm erzählen, weil es gehört ja zu meinem Leben dazu. Und wenn er es weiß, dann ist es ja für ihn okay, sonst hätte er mich ja nicht gedatet. Aber jetzt auch so generell, wenn du jetzt mal zum Beispiel lernst, jetzt mal, ihr habt euch kennengelernt. So, du hast ja, dürfen wir das sagen? Ja, ja. Du hast einen Freund. Ne? Ja, ja, genau. Habt ihr jetzt bekannt gemacht auch vor? Ja, einem halben, dreiviertel Monat so. Als ich euch kennengelernt habe, hast du dich nicht gefragt so, weiß der, wer ich bin oder soll ich ihm sagen, wer ich bin oder ist das nicht so komisch? Ist schwer zu sagen. Also ich meine, er muss es ja gewusst haben, weil er eben ja der Designer war für Klamotten, die ich promotet habe. Ach so. Deshalb musste er sich ja ein bisschen informieren, weil die Kollektion so sehr auf mich quasi geschneidert war oder es um mich eben ging. Deshalb musste er sich vorher mit mir auseinandersetzen und deshalb habe ich jetzt auch nicht gefragt, ob er mich kennt oder nicht. Also es musste halt sein. Hast du einen guten Draht zu deiner Familie oder wie ist es so angekommen da so? Also, ist ja auch schwierig, oder? Vater gerade so vielleicht? Ja, da gibt's. Also ich habe das auch noch nie erzählt, deshalb, wenn ich jetzt wirklich das ehrlichste Interview habe, dann werde ich damit jetzt vielleicht auch mal rauskommen. Meine Familie ist damit eigentlich sehr cool, also zumindest mütterlicherseits. Meine Eltern haben nie geheiratet. Mein Vater hat sich seitdem von mir abgewandt, also da gibt es keinen Kontakt mehr. Aber bei meiner Mutter ist alles super, meine Großeltern wissen das auch mütterlicherseits, also da ist auch alles super, aber mein Vater, der verkraftet es nicht so gut. Aber ich glaube, alle Pornodarsteller-Mädels haben irgendwie Daddy-Issues, bin ich mir relativ sicher. Ja. Ich hatte zu meinem Vater auch vorher keinen super guten Draht. Also es war jetzt nicht so, dass wir richtig dicke und eng waren. Ich glaube, wäre das gewesen, hätte da auch nicht zwischenkommen können. Aber dadurch, dass wir einfach nicht sehr eng miteinander waren, sozusagen, also wir hatten nicht so guten Kontakt, war das dann ein Grund für ihn, das zu brechen. Okay. Wie lange machst du das Ganze schon? Seit fast 7 Jahren. 7 Jahre? Mhm. Die nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Wie bist du auf Pornos gekommen und fiel die Entscheidung schwer, diesen Schritt in diese Industrie zu machen? Und wie bist du da reingerutscht überhaupt? Naja, was heißt reingerutscht? Es ist eigentlich so, man erstellt sich einen Kanal, wie man auch auf YouTube sich einen Kanal erstellt. So habe ich damit auch angefangen. Also es war halt eine Website, wo man eben auch seinen Kanal hat sozusagen, wo man Videos hochlädt und so. Und der Schritt ist halt ein Klick weit entfernt. Ne? Also ich habe mir das natürlich schon gründlich überlegt vorher. Ich habe recherchiert und geguckt, warum. Also mir ist schon klar gewesen, auch damals, dass das ein Schritt im Leben ist, der sein ganzes Leben einschneiden kann oder der mein ganzes Leben einschneiden kann. Und deshalb habe ich mir das sehr genau überlegt. Und als ich mir dann sicher war, habe ich eben diesen Kanal eröffnet und meine Sachen da reingeladen. Und ja, hast du dann selber gefilmt mit Freunden? Ja, meinen ersten Clip habe ich zum Beispiel mit einem Studenten aus dem Wohnheim gedreht. Wie genau verdienst du dein Geld?
Hast du so Sponsorings, Placements, Mitgliedsbeiträge, Chatroulette, Webcam, Pornhub, genau. Pro Video, Aufruf oder wie läuft das also, da ab in der? Ich habe jetzt eben eine neue Seite, beziehungsweise ich bin jetzt wieder exklusiv bei einem Partner, das ist Fanzentro. Und dort gibt es wie die Möglichkeit. Fanzentro? Fanzentro. Genau. Also das ist so ähnlich wie OnlyFans eigentlich. Die Leute können halt auch ein Abo abschließen und sehen dann halt meine Videos in einem Feed quasi und können dann eben über dieses monatliche Abo immer wieder darauf zugreifen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, meinen Premium-Snapchat zu abonnieren. Also das läuft eigentlich ganz genau wie auf einem Snapchat. Kanal sozusagen. Ich poste da täglich Stories oder mache da auch Videos rein und so weiter. Nucky Day Zeugs. Klar, gehört dazu. Macht Spaß. Und da können die Leute eben auch ein Abo abschließen und sich das eben jeden, also dann eben monatlich gönnen. Und ansonsten habe ich natürlich auch noch einen Pornhub-Account. Dort lade ich halt auch Videos hoch. Das ist eigentlich auch genau dasselbe wie YouTube. Du verdienst da halt pro Klick dran oder pro 1000 Views. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass jetzt mit der neuen Marke auch endlich mal Placements reinkommen für Instagram oder YouTube. Ja. Neue Marke? Ich habe mich ja umbenannt, hieß ja vorher Lucy Cat, jetzt heiße ich Just Lucy und mit Just Lucy möchte ich das halt ein bisschen, ich sag's mal, ein bisschen schöner machen. Also das andere war halt so sehr amateurlastig und ich möchte das einfach ein bisschen professioneller und also was heißt, es soll der Amateurcharakter bleiben schon, aber es soll einfach schöner aussehen. So. Was steckt für ein Business hinter Just Lucy? Also hast du Kameramänner, Angestellte, feste Leute? Wie viele Personen sind an diesem ganzen Thema so? Sind gar nicht so viele. Also einmal bin ich das natürlich als Hauptperson, die das alles macht. Ich habe eine GmbH gegründet und habe einen angestellten Geschäftsführer. Und der managt das so ein bisschen oder macht halt Steuerkram und so ganzen Sachen. Ansonsten habe ich ja natürlich viel mit mir selber, mit meinem Handy zu tun. Also ich filme viele Sachen auch selbst und ansonsten gibt es halt noch einen Kameramann, der bisschen was macht und schneidet und das war's. Wie oft drehst du so ein Porno? Also für meine Snapchat-Shows zum Beispiel, die mache ich jeden Tag. Also jeden Tag so 5 bis 10 Minuten, vielleicht entweder mit jemandem oder alleine oder vielleicht auch mit einem Mädchen. Kommt halt immer drauf an, was so gerade geht. Corona-mäßig natürlich im Moment etwas schwieriger, als es vorher war. Und ansonsten lade ich einmal in der Woche ein YouTube-Video hoch. Ich lade alle 2-3 Tage ein Instagram-Foto hoch. So Vlogs machst du dann auch? Genau. Oder ja, einfach Sachen, wenn die Leute Fragen stellen, Q&As und sowas. Oder ich war jetzt auf Autosuche zum Beispiel, habe mir ein neues Auto gesucht. Und was hast du geholt? Noch habe ich gar nichts geholt. Was aber suchst du? Schon so Panamera-mäßig vielleicht. Ah, der Kombi oder den normalen? Nee, den normalen. Ja, schönes Auto. Ja. Und genau, das war's. Und bei Pornhub kommt halt ab und zu mal ein bisschen Free-Content, ja. Okay. Wie viel Geld hast du im ersten Monat deiner Karriere gemacht? Oh, das kann ich witzigerweise sagen. Ich habe in den ersten 7 Tagen 400 Euro gemacht und im ersten Monat waren es um die 2000 Euro. Im allerersten Monat? Im allerersten Monat, ja. Das war echt cool. Und wie sieht's jetzt so mittlerweile aus? Sieht gut aus, aber Was macht man da so? Es ist halt im Moment dadurch, dass ich diesen Wandel habe, weil schafft man nicht. Also kann man schaffen, ja, aber ich sag's immer so, es ist halt wie ein YouTuber, du kannst auch 1 Million verdienen, ich könnte es auch. Mal gucken, was bei rauskommt. Ich verrate nichts. Was war der größte Umsatz, den du in einem Monat mal gemacht hast? Es war schon eine Eigentumswohnung. So, auch eine Eigentumswohnung. So mit Placements und so, allen möglichen. Wenn man alles zusammenrechnet, alle Kanäle sozusagen, ja. Steckt also richtig Kohle in der Pornoindustrie. Wofür gibst du so am meisten Geld aus? Was würdest du sagen? Ich bin eigentlich wirklich voll der Sparfuchs. Also man denkt das vielleicht so gar nicht, aber ich bin eigentlich total bodenständig. Überleg mir Sachen, die ich mir kaufe, 1000 Mal. Also wirklich sehr, sehr oft. Wenn ich nach 2 Monaten denke, ich will es immer noch haben, dann kaufe ich es erst. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der so Geld rausschmeißt oder so. Ich koche auch ganz viel selber, also ich gehe auch nicht so häufig essen, jetzt Corona-bedingt sowieso nicht, aber ich koche sehr gerne. Wenn ich wirklich mal Geld ausgebe, dann sind es Luxustaschen. Ja, das muss ich leider zugeben. So Louis, Mui und hier. Ja, so ein bisschen Schnickschnack halt. Aber auch nicht viel, also ich besitze vielleicht 5 Designertaschen. Was fährst du für ein Auto momentan? Momentan für mein Pferd, ich habe ja ein Pferd, ein Amarok. Also ein VW Amarok, genau, zum Anhänger ziehen und da kann man auch ein bisschen rumsauen und so. Also wenn man jetzt dreckige Stiefel anhat vom Reiten, meine ich natürlich. Was sind so deine Fixkosten im Monat? Meine Fixkosten? So die du jeden Monat hast. So. Okay, also wirklich Fixkosten sind, glaube ich, Miete, Auto, Pferd, Hund, Essen.
sind vielleicht so 2,5. Das ist gar nicht so viel. Das ist auch so wenig. Ja, ja, ich bin wirklich, also ich habe gute Versicherung, ja, aber ich habe wirklich fixkostenmäßig 2,5 vielleicht, ja. Das geht ja. Dein Kontostand. Dein Kontostand? Warte. 5-, 6-, 7-stellig? Das werde ich nicht verraten, aber es sieht im Moment schwierig aus, weil ich ja eine neue Firma gegründet habe. Ach so. Womit verbringst du momentan am meisten Zeit? Mit Arbeiten. Mit Arbeiten wirklich. Also weil die neue Firma muss jetzt wieder anlaufen. Ich habe jetzt Merchandise rausgebracht. Die Sachen ja, müssen verschickt werden. Du hast auch einen neuen Instagram-Account. Das ist nicht mehr Lucy Cat, sondern Just Lucy. Genau, Just Lucy Official heißt der neue Account. Da muss auch immer Content gedreht werden oder Fotos gemacht werden. Ich habe jeden Tag mit meinem Snapchat-Account zu tun. Ich muss hier auch mal das Studio sauber halten. Also es ist eigentlich eine One-Man-Show. Ich bin mein eigener Make-up-Artist. Ich drehe meine Sachen selbst fast ausschließlich. Und deshalb, ich arbeite wirklich so von 10 bis 20 Uhr safe durch und dann gehe ich. Heute sogar länger, jetzt haben wir 10:30. Heute sogar viel länger, ja. Aber ist okay. Wie ist es so, wenn du warst mit so vielen Männern und so viel Sex und Porno, du sagst, das ist deine Leidenschaft. Aber gab es auch mal so Phasen, wo du mal depressiv warst? Ja, gab's. Echt, ja? Ja, also habe ich auch noch nie drüber gesprochen. Es war aber gar nicht der Sache wegen geschuldet, also nicht dem Sein an sich. Es war einfach, weil ich überarbeitet war. Also ich habe einfach krass Gas gegeben, die ersten 2, 3 Jahre in dem Business. Ich habe einfach jeden Tag gedreht, jeden Tag gemacht, jeden Tag. Also es wäre egal gewesen, was ich gedreht hätte, hätte ich auch YouTube-Videos gedreht, aber ich war einfach überarbeitet und mit meinem Geschäftspartner war das sowieso immer eine ganz schwierige Konstellation und wenn du dich jeden Tag siehst und jeden Tag nur streitest so und du hast halt nichts Schönes mehr in deinem Leben, wo du denkst so, ey, das geht voran, dann war das halt eine Phase, die schon schwierig war, aber ich habe es irgendwie geschafft, da rauszukommen und bin jetzt einfach der glücklichste und freiste Mensch auf der ganzen Welt. Erzähl mir mal deine peinlichste Analstory. Meine peinlichste Analstory? Es macht grundsätzlich immer Geräusche, wenn ich Analsex habe. Immer. Also es gab jetzt, ich habe jetzt nicht aus Bett gemacht oder so, ist jetzt noch nicht passiert, weil ich mache mich schon immer sehr, sehr gut sauber. Aber alleine, ja, mein Arsch, wenn ich den so richtig krass aufreiße, dann macht das immer Geräusche. Und mittlerweile kann ich darüber halt lachen, wenn ich mir die Videos danach angucke. Aber früher konnte ich mir die Videos nicht angucken danach, weil ich dachte so, boah, das ist voll peinlich. Aber ist es eigentlich gar nicht, das ist normal, natürlich. Deinen Arsch aufreißt? Naja, man kann ja gapen, ich weiß nicht, inwiefern du so... Gapen? Gapen heißt halt so, das Ding so richtig aufreißen, dass das so groß ist und so. Ja, spannende Dinge, die man mit dem Arsch machen kann. Was ist das Krasseste, was dir mal während einem Pornodreh passiert ist? Das Krasseste? Ich wurde halt schon mal erwischt, ja. Also wenn man public dreht, also an öffentlichen Orten, dann passiert es schon mal, dass man erwischt wird. Ich hätte noch nie, also die Polizei musste noch nie kommen, so weit war es noch nie. Aber man wurde halt schon mal des Hauses verwiesen oder so. Ja. Wie des Hauses verwiesen? Naja, wenn man in Geschäften was macht. In Geschäften? Was für Geschäften? Ja, Supermärkten oder Baumärkten oder so. In Baumärkten? Weiß auch nicht, was da passiert. Das war am Anfang meiner Karriere. Heute kann ich das leider nicht mehr machen. Also ich mag Public-Sachen wirklich sehr gerne. Mir macht es Spaß, Leute zu schocken. Also ich will ja mal nicht, dass dann welche also das dabei sehen, aber so fürs Film ist es halt, für einen Film ist es halt geil. Aber mittlerweile bin ich halt einfach zu bekannt. Wenn ich jetzt in Lidl gehe oder so, dann erkennt mich halt jeder. Da kann ich halt schwierig noch Sachen drehen, ja. Was war das Unangenehmste, was dir mal bei einem Dreh passiert ist? Das Unangenehmste? Also unangenehm im Sinne von, es tat weh oder so? Oder unangenehm? Auch für dich persönliches Empfinden, unangenehm, wehtun, alles, egal was. Kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil eigentlich ist mir nichts unangenehm. Ich mag meinen Körper so, wie er ist. Ich bin mit meinem Körper im Reinen. Mit den Drehpartnern habe ich immer gute Verhältnisse sozusagen. Also da ist mir jetzt nichts unangenehm. Ist jetzt noch nie so ein krasser Unfall passiert oder so. Eigentlich habe ich da gar nichts. Wie ist es so, wenn man einen Drehpartner hat? Verhütet ihr während des, sehr ohne Verhütung? Ja, man muss natürlich einen Volltest vorlegen. Ne? Da macht man halt Tests vorher und die dürfen halt auch nicht älter als 2 Wochen sein und dann dreht man. Ja. Okay. Bist du bei einem Dreh, bei einem Pornodreh jemals gekommen? Klar, logisch. Oh ja. Auf jeden Fall. Also für mich, also nicht nur, ich fake auch keinen Orgasmus. Weil du da so Spaß wirklich auch an der Sache hast. Ja klar, man kann daran Spaß haben. Also natürlich unterscheidet sich normaler Sex schon von Pornosex. Ja? Beim Pornosex, wie du jetzt siehst, muss alles super ausgeleuchtet sein. Die Stellungen müssen passen, dass man auch wirklich was sieht von dem Verkehr halt. Aber beim privaten Sex bin ich halt auch mal umgeschminkt oder auch mal ganz eng an den Partnern dran oder so. Das ist halt schon ein Unterschied, aber
an sich zeige ich die gleichen Dinge, also ich stehe ja auf dieselben Dinge trotzdem. Nur, dass es halt ein bisschen unterschiedlich ist. Mit wie vielen Jahren hattest du das erste Mal Sex? Mit 13 oder 14. Ich weiß es nicht mehr genau, aber früh. Ich war sehr frühreif. Und wenn ich das jetzt zurückdrehen könnte, würde ich zu meinem kleinen Ich sagen, mach es erst mit 17, 18. Macht dir Sex noch Spaß? Safe, ja. Also wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, würde ich auch aufhören. Weil für mich ist Privatsex sehr, sehr wichtig. Und wenn es mir auf der Arbeit oder wenn ich merke, dass der private Sex unter der Arbeit leidet oder so, dann würde ich safe damit aufhören, ja. Was sind so die widerlichsten, aber auch vielleicht gleichzeitig lukrativsten privaten Sexanfragen von fremden Menschen? Ich kriege natürlich sehr, sehr häufig immer Nachrichten, ob ich Escort anbiete oder ob ich für eine Nacht zu haben bin und so ein Kram. Mache ich nicht. Also ich habe mich auch noch nie für Geld bezahlen lassen. Außer bei einem Pornodreh halt, normal, ja. Ja, weil ich das Video verkaufe, aber sonst habe ich das noch nie gemacht. Werde ich auch nie machen. Also die Anfragen gehen halt ins Leere. Ich beantworte die meistens auch gar nicht, weil... Aber so Videos schicken... Ja, das verweise ich halt auf meine Website, dass es die da zu kaufen gibt. Woher bekommst du deine Drehpartner? Ich habe feste Drehpartner einfach. So. Also ich habe feste Leute, mit denen ich schon längere Jahre oder so zusammenarbeite und ich suche auch im Moment keine neuen. Was sind es dann für Männer? Sind es auch professionelle Pornodarsteller? Nee, gar nicht. Das sind Leute, wo Freundschaften sich entwickelt haben. Ach so. Ja. Was war die größte Summe an Geld, die dir jemand jemals für Sex angeboten hat? Das weiß ich gar nicht mehr, weil ich es mir nicht gemerkt habe. Es sind so viele immer, aber die meisten schreiben halt... Also die Durchschnittsantwort ist immer, ich gebe dir einen Tausender. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die mal geschrieben haben, ich gebe dir 50.000. Aber ich weiß es nicht mehr, ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Hast du schon mal mit einer Berühmtheit Sex gehabt? Muss ich nachdenken. Nein, habe ich nicht. Montana Black. Ja, aber auch er war nicht dran. Was war denn da so? Auch er war nicht dran. Na komm, du, erzähl mal hier. Wir haben aber am gleichen Tag Geburtstag, witzigerweise. Echt? Ja. Das ist aber auch alles, was uns verbindet. Da gibt es ja so ein paar Gerüchte, ne? Man genießt und schweigt, aber mit ihm war halt nichts. Marcel, du Schlingel. Wie groß war der größte Penis, mit dem du mal geschlafen hast? Also, ich habe mal einen geblasen, der war 23. Aber der war nicht in mir. Und ich habe nicht jedes Mal ein Lineal dabei, dass ich das messe. Also, schätzungsweise 20, 21 oder so. Also gar nicht so, nächstes Mal so ein richtigen Riemen so. Nee, hätte ich auch keinen Bock drauf irgendwie. Würde ich, glaube ich, auch ablehnen. Echt, ja? Mag ich nicht. Lieber ein kleiner Pimmel, der lang durchhält, oder einen großen, der nur 5 Minuten kann? Es kommt auf Lust und Laune an, ne? Also, ich brauche nicht jeden Tag eine halbe Stunde Sex, ich brauche aber auch nicht jeden Tag nur 3 Minuten Sex. Also, ist schwer zu beantworten, aber lieber den kleineren als den zu großen. Ich bin da ehrlich, also, ich mag die großen halt nicht. Machst du Sport? Ja, ich reite. Ich witz. Sportspiel, verstehst du? Ja, genau, also ich habe Pferd, ich reite und ich mache auch ab und zu in meiner kleinen Ecke da hinten so ein bisschen ein paar Sachen halt für den Bobbes und so. Sehr gut. Dann war's das. Cool. Es hat Spaß gemacht. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. War sehr, dabei. Sehr interessant. Ja? Wahnsinnig interessant. Echt mal nicht so die Fragen, die normalerweise kommen. Also war natürlich auch teilweise, aber es war auch mal ein bisschen tiefgründiger. Das hat mir gefallen. Sehr schön. Vielleicht konnten wir ein bisschen Aufklärung betreiben. Hoffentlich. Wie es so im Leben einer Pornodarstellerin aussieht. So, das war's dann auch. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich hab zu danken. Echt cooles schön, Interview gewesen. Check Lucy unbedingt ab. In der Infobox ist alles verlinkt, alle ihre Kanäle oder alle, die wir verlinken dürfen, ohne rechtlichen Ärger zu bekommen. Bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen bei. Ciao.